So, Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Weiß. Der Koto hat uns hier auf Route 11 rausgelassen. Ich will gleich mal ehrlich sein, ich habe mir seine Folge schon angeschaut und oh mein Gott, wie hat sich der dämlich in der letzten Folge angestellt? Gut, er hatte an mancher Stelle ein bisschen Pech, dass die Paralyse so häufig gegriffen hat, dass er überhaupt paralysiert wurde von der einen Sprungfeder, die er abbekommen hat. Aber insgesamt muss ich sagen, er hat sich echt dämlich angestellt. Er hätte einfach irgendwas opfern sollen, Petri reinschmeißen, Steinhagel, fertig. Aber gut, kann man nichts machen. So. Dann wollen wir hier mal... Wir haben auf dieser Route noch ein kleines bisschen was aufzuräumen. Hier haben wir nämlich noch ein paar Trainer stehen. Spüre die unbändige Kraft eines herabstürzenden Wasserfalls in meinem Kampfstil. Der Pokémon Ranger Hero. Mit einem Dewgong. Tolles Pokémon. Ja, wir haben immer noch Timon vorne. Jetzt die Frage, überlebt der einen Eisstrahl? Ich glaub's nämlich nicht. Ich habe übrigens unserem Tryhard noch ein kleines Item gegeben, das er mal sehr gut brauchen kann. Ich habe ihm den Evolit zum Tragen gegeben, einfach damit er jetzt ein bisschen was aushält, solange er kein Metagross ist. Ich bin's gerade echt im Überlegen, ob ich da jetzt... Ach, weißt du was... Ich probiere es jetzt einmal mal mit dem Drachentanz. Schau mal, ob er überlebt. Wir sind jetzt auch nicht mehr so hardcore unterlevelt wie früher. Aber ich habe das Gefühl, dass er das nicht überleben wird. Oh. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Er hat es überlebt. Jetzt die nächste Frage, schaffen wir es, das Dewgong zu one-hitten, weil... ein Taucher, das gibt mir jetzt eine unfassbar geile Gelegenheit, mich zu heilen. Dann nehmen wir den Hypertrank. Vor allem, weil der Taucher uns jetzt relativ wenig Schaden machen für den Vergleich zu dem Eisstrahl. So. Dann können wir jetzt mit einer Drachenklaue finishen. Jetzt 3600 EP. Level 57 für Timon. Ein Pinsir kommt in den Kampf. Nach dem einen Boost bleiben wir doch jetzt auf jeden Fall drin. Und Pinsir kann jetzt meines Wissens keine Attacken, die einen Maxack sehr effektiv treffen. Und wenn er Schwerttanz boostet, obwohl er weiß, dass ein geboostetes Maxack vor ihm steht, da kann ich ihm auch nicht helfen. Dann kann er nicht mal Ruckzucki. Das wäre die einzige Attacke, die jetzt noch Sinn gemacht hätte. So, Pelipper kommt in den Kampf. Da bleiben wir doch auch drin. Und du kriegst auch eine Drachenklaue. Das ist das Effektivste, was wir hier gerade haben. Rückenwind. Jetzt ist interessant, wer schneller ist. Aber wir sind immer noch schneller. Das ist sehr schön. Jetzt wieder eine Menge EP für Timon. So, eine Yonago-Beere schenkt uns. Das ist doch sehr schön. Und was war denn die Yonago-Beere nochmal? Das war doch die mit den AP, ja genau. So, ich schieb mal den Petri wieder nach vorne. Hier hinten noch, ja, wir könnten hier eigentlich mal wieder Itemradar anmachen. Ein Schützer, ja. Bringt uns nur leider nichts, weil wir haben weder einen Rizaros noch können wir tauschen. Ein Uzasa und ein Sengo. Ja, ich
ich jetzt keine Lust dagegen zu kämpfen. So, hier war es das aber auch schon alles, was wir hier machen können. Na dann wieder Wasserfall hoch, sobald wir die ganzen wilden Pokémon hier wieder erledigt haben. Die Encounter Rate in Generation 5 war echt schlimm. Noch ein wildes Barschurf. Tau ab. Noch eins. Yay, wo wir doch gerade bei dieser tollen Encounter Rate von Gen 5 waren. Keine zwei Schritte kann man gehen, ohne dass ein wildes Pokémon auftaucht. Wisst ihr was? Ja, können wir jetzt alle mal. Schmeißt er jetzt einfach einen Schutz rein und fertig. Da ist der Superschutz. Ich meine, wozu haben wir so viel gekauft? Und der Itemradar darf auch wieder an. Hier haben wir noch einen Hypertrank. Jetzt übrigens unseren Rundgang um die Einal-Region komplett abgeschlossen, weil wir sind jetzt wieder in Twin Drake City. Hier ist ein Item. Ein Topschutz. Gehen wir hier mal schnell ins Pokémon Center. So, was machen wir denn jetzt noch? Wir waren ja jetzt überall in der Einal-Region, also wir sind ja jetzt von hier diesen ganzen Weg hier raufgegangen. Koto war ja noch einmal kurz in der Riesengrotte. Hat's aber da nicht ganz bis zu Kyurem geschafft. Ob wir da mal schnell vorbeischauen sollen. Fahren wir einfach mal hin. Da ist ja kein hohes Gras im Weg. Außer das kurz vor der Riesengrotte. Koto hat ja auch den Stärkefelsen aus dem Weg geräumt, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, wir können die Abkürzung nehmen. Müssen da nicht ewig weit außen rum. Es regnet, aber es stürmt nicht. Ist das ein Ohr doch? Wenn ja, dann nehme ich das mal schnell mit. Nein, es ist ein Hornweisel. Auch interessant. Aber nein, danke. So, Tessera, hier lang, da geht's hier zur Riesengrotte. Den Felsen hat er ja zum Glück auch aus dem Weg geräumt. Ein Sneebel. Ich sollte vielleicht mal wieder Schutz anmachen. Weil es ab da unten dann eh nichts mehr bringt, weil Pokémon zu stark. Ups. Ja, das war zu weit. Schauen wir doch mal. Ja,
Ob wir es bis zu Kyurem schaffen. Einmal hier rum. Dann hier runter. Schutz wirkt nicht mehr, ist mir jetzt auch egal. Die Pokémon hier sind eh stärker als das, was ich dabei habe. Glaube ich. Ich muss hier irgendwo hin und dann fängt es hier das Schneien an. Und dann kann man zu Kyurem gehen. Ach, die wilden Pokémon nerven hier einfach nur. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre Tryhard nach vorne setzen und wieder einen Schutz reinschmeißen. Der hat unser höchstes Level. Machen wir jetzt einfach. So. Und das reicht immer noch nicht, weil ein paar 65er gibt es ja hier auch noch. Wieso bin ich langsamer? Das gefällt mir nicht. So, war das hier? Hier ist auf jeden Fall ein Item. Ich habe hier gerade voll hardcore das Gefühl, dass ich im Kreis gehe, aber mal schauen, vielleicht kommen wir doch noch ein bisschen weiter in die Mitte. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Lucht gescheitert, ja klar. Stitu ist genauso schnell wie ich. Na gut, jetzt ist es doppelt so schnell, jetzt ist es dreimal so schnell. Komm, lass mich einfach weglaufen, danke. Ja, ich gehe hier voll im Kreis. Und hier war ich schon. Hier ging es nur zurück, Schutz wirkt nicht mehr. Ah, hier war's. Okay. So, jetzt ist das Ganze hier zugeschneit. Jetzt können wir hier überall rumfahren. Über die ganzen Bäume auch drüber. Komm hier rein. Und schau mal, wer da ist. Ein kleines Q. Tryhard ist ja sowieso die beste Option, die ich habe. Moment mal, kann irgendjemand hier... Du kannst keine Donnerwelle. Du kannst Irrlicht, aber das ist ein bisschen zu riskant. Ich habe nicht zufällig die TM für die Donnerwelle irgendwo, oder? Nein, wir haben keine Donnerwelle TM. Zapdarang nach vorn zu schicken ist auch ein bisschen riskant, weil er noch so low ist. Allerdings hat er mit seinem Funkensprung zumindest eine 30%ige Chance, ihn zu paralysieren. Probieren wir jetzt einfach mal und wenn nicht, dann klappt's halt nicht.
Auf jeden Fall können wir hier eigentlich mal kurz speichern. So, dann probieren wir das doch einfach mal. Kyurem erscheint. So, das Vieh ist sogar Level 75. Dann probieren wir es doch einfach mal, ihn zu paralysieren. Ja, wenn er mit Notsituation ankommt, ist mir das ganz recht. Er hat eh noch wesentlich mehr KP als ich. Und hat auf Anhieb funktioniert. Genauso will ich das. Na gut, mit dem jetzt nur weiter zu sprechen ist sinnlos. Da hauen wir lieber ab. Dann darfst du hier mal ran. Ich traue mich jetzt fast nicht, einen Sternhieb zu machen. Deswegen gebe ich ihm jetzt mal einen Zen-Kopfstoß. Okay. Da können wir noch schön weiter schwächen. Ich habe nur Angst vor Crits. Jetzt können wir ihn sogar schön paraflinchen. So, dann kriegt er jetzt noch ein Erdbeben. Das macht nämlich auch nochmal ein bisschen weniger Schaden. So, jetzt ist er weit genug geschwächt, dass wir das Bälle anwerfen anfangen können. Was haben wir denn überhaupt dabei? Ja, das ist alles, was wir dabei haben. Aber hey, 37 Hyperbälle, das sollte zumindest eine Zeit lang reichen. Aber leider keine Finsterbälle. Einfach Bälle werfen, bis er drin bleibt. Was aber anscheinend nicht will. Situation, das gefällt mir jetzt gar nicht. Dann kriegst du mal schnell einen Hyper. In der Situation hat er eh nur 5 Attackenpunkte und der hat sie, glaube ich, schon 2-3 Mal eingesetzt jetzt. Ein Drachenpuls würde uns jetzt wirklich, wirklich viel abziehen. Aber doch mehr, als ich jetzt gedacht hätte. Ein Kyurem. Die Grenze. Okay, hast du noch irgendwas? Jetzt ist nur die Frage, was ist seine letzte Attacke? Also er hat Notsituation, er hat Drachenpuls, er hat Begrenzer. Ich könnte mir einen Eisstrahl noch vorstellen. Trank. Wir haben doch noch ein bisschen Kumu-Milch. Die bringen in dem Fall genauso viel. Und da kommen wir wieder mit der Notsituation. Kriegst noch eine Kumu-Milch. Ich frage mich, wie oft er jetzt noch Notsituation hat. Ist jetzt erstmal paralysiert, das ist sehr schön. Werfen wir einfach mal weiter Hyperbälle. Komm, bleib einfach drin. Fast. Ja.
Jetzt ist wieder Zeit für eine Kumumilch. Eiszeit ist seine letzte Attacke. Er hat sogar in seinen Signature-Move noch. Signature-Move, der eigentlich erst wirklich dann interessant wird, wenn man im Pokémon Schwarz 2 oder Weiß 2 spielt. Weil wenn man es dann mit einem Zekrom oder einem Reshiram verschmilzt, kann man damit ja seine andere Spezialattacke noch hervorrufen. Auch wenn die jetzt auch nicht so toll ist. Man kann sie aber wenigstens schön mit Energiekraut spielen. Bleib einfach in dem Ball drin. Komm schon, tu's für mich, Kyurem. Jede Runde, in der er paralysiert ist, ist eine gewonnene Runde, weil ihm da die Attackenpunkte nicht weiter ausgehen. Gibt mir mehr Zeit, Bälle nach ihm zu werfen. Und er ist drin! Jawoll! Wir haben Kyurem gefangen! Es besitzt die Fähigkeit, eisige Kälte heraufzubeschwören, doch dabei gefriert auch sein eigener Körper. Wollen wir dem Kyurem einen Spitznamen geben, nachdem wir es nicht verwenden? Nein. Aber wir haben es jetzt auf jeden Fall einfach mal. Juhu, wilde Pokémon. Und ich habe Zapplerang vorne, das ist ja wunderbar. Okay, das war's dann. Zapplerang. Oh ne, er hat sogar noch überlebt. Dass man hier aber auch einfach nicht davon laufen kann. Dann werfen wir jetzt halt einmal was rein, was definitiv schneller ist als das blöde Golbat. Weißt was, weil du mir gerade mein Pokémon gekillt hast, zeige ich dir jetzt mal, wie eine richtige Akrobatik auszusehen hat. Hier, den kriegst du als Abschiedsgeschenk hinterher. Zwei Schritte. Zwei Schritte. Drei Schritte. Ich hasse die Encounter Rate in diesem Spiel, ernsthaft. Was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Puh, wir haben es rausgeschafft hier. So. Ja, Schutz war die ganze Zeit an. So, wir haben nichts zum Fliegen dabei. Und ich bin eigentlich am Ende meiner Partzeit. Ich möchte jetzt trotzdem hier noch raus, damit der Koto sich das nächste Mal wenigstens nicht verläuft. Ich traue dem ja alles zu. Noch ein Golbat. So. Dann tauschen wir die beiden mal wieder.
Bis nach Tessera bringe ich ihn jetzt noch und dann... Naja, stimmt schon hier. Dann gehen wir noch schnell ins Pokémon Center und dann beende ich meinen Part hier. So. Ja, noch ein bisschen was werde ich noch sagen. Wir sind jetzt mit dem LP so gut wie durch. Koto wird jetzt noch ein bisschen offscreen trainieren. Ich wahrscheinlich sogar auch noch ein bisschen. Und dann gehen wir die Liga das zweite Mal an. Und sobald wir Lauro besiegt haben, ist dieses LP dann endgültig vorbei. Bis dahin, ja, das nächste Mal sehen wir uns dann höchstwahrscheinlich schon in der Pokémon-Liga wieder. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein!